Dann. Okay, ja. Die Leute freuen sich nur gerade oder wundern sich gerade über das Bauvorhaben hier. Kann es auch verstehen. Das sieht nämlich sehr merkwürdig aus. Ich würde auch fragen, was hier gerade abgeht. Einfach, ja, keine Ahnung. Jeder denkt sich seinen Teil. Es ist einfach nicht sinnvoll zu erklären. Oh, schade. So. Welche Städte fehlen denn noch für unser Omnis VI Pyongyang Dugun Projekt? 1, 2... Nur noch 3 Städte. Okay. Und wie sieht die Linie... Ah, okay. Da müssen wir 2 Knicks machen. Okay, wir müssen jetzt... Für die letzten Städte müssen wir 2 Knicks einbauen. So. Was gibt's noch im Chat? Bino fragt sich, wann der nächste Krieg sein könnte. Ja, wenn das Land aufgebaut ist. Wenn ich zufrieden mit der Situation des Landes bin und mich nach mehr sehne, dann. So. Dann... Es gibt so viel, also ihr schreibt so viel im Chat, ich komme gar nicht hinterher. Ich verliere so schnell den Überblick, weil ich hier auch noch gerade was mache, wo ich mich konzentrieren muss, so einigermaßen, ne? Das ist nicht einfach, gerade. Ungefähr hier hin. Ich hoffe, das klappt so ungefähr. Jetzt, welche Stadt fehlt noch? Die Stadt haben wir nicht, ne? Moment, wie waren das? Die Stadt... Ich habe einen Überblick verloren, verdammt. Ne, die hatten wir schon. Okay. Die hier fehlt. Glaube ich. Verdammt, ich hab's vergessen. Ich habe einen Überblick verloren, welche Städte noch gefehlt haben. Verdammt. Xan nehme ich jetzt mal. Das ist... So, nächste ICE-Strecke. Und ich habe schon wieder den Überblick im Chat verloren. Moment, nochmal. Max schreibt, ich sehe es kaum, am Ende gibt es nur ein ICE. Das wäre, ja... Der hätte freie Bahn, ne? Der würde nicht im Stau stehen. Wer in dem ICE sitzt, der würde an sein Ziel kommen. So. Jetzt hier noch Kunsan. Und dann fehlt doch eigentlich nur noch die beiden da unten. Denke ich mal. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Wenn ihr wisst, ob ich eine Stadt übersehen habe und wenn ja, welche das ist, dann würde es mich interessieren. Ich scrolle nochmal durch den Chat, weil ich schon wieder den Überblick verloren habe. Ich kann jetzt leider nicht mehr auf jeden Kommentar eingehen, sondern ich gehe jetzt erstmal auf die Fragen ein, hauptsächlich, denn die sind vielleicht am wichtigsten gerade. So, Marvin fragt, ob ich eine Autobahn bauen will. Ja, die können wir auch bauen, ja, kein Problem. So. Dann bin ich gleich so weit, dass wir weitermachen können. Ich muss gerade einen Überblick. Die unten links schreibt Max noch. Okay. Und Andi schreibt, wieso hat die NATO überhaupt nicht eingegriffen im Krieg um Südkorea? Vielleicht, weil... Weiß nicht, ist Südkorea in der NATO? Ich weiß es gerade gar nicht. Und wenn ja, dann... Vielleicht haben sie nicht einfach nicht schnell genug reagiert, aber der Krieg schon zu Ende. Vielleicht deswegen. Gut, dann glaube ich, habe ich das Wichtigste vorgelesen und eingegangen. Gut, dann bin ich jetzt wieder unten angekommen. Ich konzentriere mich jetzt wohl besser auf die wichtigsten Kommentare, sonst, ich lese natürlich alle, klar, aber ich kann jetzt leider, wenn ich jetzt wirklich auf alles antworten würde, dann glaube ich, kommen wir nur noch ganz schlecht voran gerade, wie gerade eben, wo ich das dann nachholen musste. So, noch Kwang Yu und dann noch Mokpo. Wieder so ein Hintern. Ach so, muss ja noch das zweite Gewässer überwinden. So ungefähr. So. Kwang Yu.
und Mokpo. So. Okay, German Sports Game TV schreibt, Südkorea ist Teil der NATO. Dann, ja, dann wird es wahrscheinlich einfach daran liegen, dass die nicht rechtzeitig reagiert haben. So kommt mir das vor. Und ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Moment, diese Strecke, die... Ja, doch, das sieht so aus. Sieht ganz danach aus, als... Ja, wir sind hier durch. Nach dieser Stadt, nach dieser Strecke sind wir durch. Mokpo. Ach ja. Ich sag den Satz nochmal so schön, auch wenn er langweilig ist, weil ich ihn schon so oft gesagt habe, aber ich, der ist so... Der ist, ja... Omnis VI. Pyongyang Dukund. Die meisten können wahrscheinlich gar nicht so gut Latein, oder? Das ist ja nicht gerade die beliebteste Sprache der Welt. Aber ich finde den, find den Satz ganz treffend. Okay, gut. Das war das. Und darum, ihr meint, das sieht so krank aus. Ja, das tut es. Jetzt haben wir hier so einen hässlichen, asymmetrischen Stern. Jetzt bin ich auf die Reaktion gespannt. Ich speichere gerade mal ab. Nach dieser krassen Sache, das hat ja ewig gedauert. Tut mir leid. So, und der Philipp will mich wahrscheinlich ärgern. Jetzt sehe ich gar nichts mehr, was im Chat geschrieben wurde. Moment. Jetzt muss ich scrollen. Moment. Andi schreibt, dass man eigentlich auch nach dem Krieg angreifen könnte. Ja, könnte man eigentlich, aber im Spiel machen sie das nicht. Wenn eine UN-Resolution durch ist und der Krieg ist aber schon zu Ende, dann, ja, dann lassen wir das einfach verfallen. So. Dann. Gut, dann haben wir es ja. Ach. Max hat gerade geschrieben, wenn man es googelt, also ob Korea in der NATO ist, meint er, da würde stehen, als Vorschlag ist Korea in der EU. Okay, es gibt schon interessante Menschen, die sowas anscheinend eingeben, sowas suchen. So. Ja, Philipp hat übertrieben. Ja, er sieht selbst ein. Das ist immer schon mal gut, wenn man das selbst einsieht. Finde ich gut. Ja. Gut, dann können wir jetzt mal sehen, was passiert, wie Leute auf dieses Netz reagieren. Okay. Verschwendung öffentlicher Gelder? Was? Wer verschwendet hier öffentliche Gelder? Also nicht unter meiner Führung. Wer war das? Den kriege ich, wenn ich den kriege, da verschwenden die einfach unsere Gelder. Also es ist... Pff, also wirklich. Was sind das für Leute, die sowas machen? So. Die Baustelle ist eröffnet. Man kann schon jetzt Schlüssel ausziehen. Zuerst muss ich sagen, dass diese Hochgeschwindigkeit einfach so sehr steht, sondern ein Plus für den unserer Tourismus sein wird. Das ist jetzt noch auf die erste bezogen, auf Pyongyang Seoul. Kann ich nachvollziehen. Dann, das nächste war... Plus für den Tourismus. Plus für den Tourismus. Ich glaube, das ist der Standardspruch, oder? Doch nicht. Hier steht was anderes. Plus für den Tourismus und... Schlechte Entscheidung, sagt er. Okay, gut. Es ist also nicht alles gut gelaufen. So. Dann... Achso, Marvin schreibt, ist das Spiel ein PC-Spiel oder kann man sich das auf Steam herunterladen? Man kann das beim Hersteller bestellen, aber auch bei Steam. Und dann würde ich natürlich empfehlen, es bei Steam zu holen, denn man kann das Spiel, wenn man es beim Hersteller kauft, nur eine bestimmte Anzahl an Malen wieder neu installieren. Dann muss man das irgendwie neu kaufen, glaube ich. Bei Steam ist das dann natürlich nicht so. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Ich habe das Spiel leider beim Hersteller direkt gekauft. Deswegen muss ich jetzt dazu zusehen, dass das Spiel irgendwie nicht verloren geht, dass ich das nicht neu installieren muss, sonst habe ich Probleme eventuell. Ja, genau. Also, es gibt bei Steam das Spiel, soweit ich weiß. So, okay, das. Jetzt haben wir hier ziemlich viele Nachrichten. Ich klicke da mal schnell durch. Max schreibt, Südkorea ist wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter, laut Wikipedia. Okay. Hauptverbündeter der USA, schreibt German Sports Gaming TV. So, Andi schreibt, ich habe mal Polen angegriffen und direkt wurde mir der Krieg erklärt.
mit der halben Welt. Das kann passieren, ja. Das ist in Deutschland Let's Play auch gegen Ende passiert. Oder was heißt gegen Ende? Aber da, als wir Krieg geführt haben, ist es passiert. Also als wir angefangen haben, Krieg zu führen. Beim ersten Mal. Beim ersten Versuch. War das passiert. So, ich gucke mir halt die ganzen Nachrichten mal schnell ein. Da steht ja überall das Gleiche wegen Verschwendung. Aber die freuen sich so sehr über die Infrastruktur, der es ja jetzt besser geht. Von daher soll mir das recht sein. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, bis sie damit fertig sind. Aber es braucht gar nicht so viele Arbeitskräfte, habe ich festgestellt. Der nächste Schritt wäre, in jeder Provinz einen internationalen Flughafen zu bauen. Dann hätten wir aber richtig verschwendet. So, was gibt's noch hier? Hier wird immer kräftig weitergeschrieben im Chat. Moment. Daromio meint, normal sollte es erst nach der Resolution passieren. Genau, so sollte es eigentlich sein. Achso, Marvin geht. Oh, das ist mir spät aufgefallen. Falls du noch da bist, danke fürs dabei sein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da gewesen bist, genau. So. Und viel Spaß im Kino. Gut, ja, auf jeden Fall endete das einer nicht so Männer. Geil für Andy, als die ganze Welt mit ihm im Krieg einer war. Das Männer. Kann ich nachvollziehen. So, und Max schreibt, habe ich in Howie auch mal gemacht. So. Darüber meint, stand 9 Monate für den ICE. 9 Monate. Oha. Da haben wir ja eine Weile Wartezeit, bis da die Reaktion kommt. Schade. Okay. Ist die Frage, wie viele Arbeitskräfte haben wir eigentlich noch, falls wir noch was andere, noch andere Sachen ausbauen wollen. Ich würde ja gerne zum Beispiel die Forschung ausbauen. Zum Beispiel hier mal die Zahl der Laboratorien aufrunden. So ungefähr. Runden wir mal auf 6.000. Moment, ich runde mal auf 6... Genau, jetzt fehlen noch 100. Alles klar. So. Und interdisziplinäre Forschungszentren baue ich dann auch mal. Zwar, ja, bis wir 100 haben, sage ich jetzt erstmal. So. Und noch 6 Stück. So. Okay. Und jetzt würde ich ganz gerne Flughäfen bauen. Ich möchte gerne noch mehr Geld verschwenden. Oder nee, erstmal sollte ich vielleicht überlegen, ob ich was machen kann, was die Leute hassen. Weil wir gerade so beliebt sind, müsste ich das ja irgendwie ausnutzen. Genau, jetzt mache ich noch was. Jetzt mache ich noch was Unbeliebtes. Ich speichere aber vorher. So. Was gibt's denn hier noch? Lukas will wissen, wie viele Soldaten wir haben. Das kann ich gleich nachschauen. German Sports Game TV schreibt, die UNO reagiert manchmal schneller und manchmal langsamer. Okay. Max meint, auf dem Dorf im Flughafen. Genau so wird's aussehen. So machen wir das. Und da Romeo meint, für jeden im Flughafen einen eigenen ECE. Aber klaro doch. Ich glaube aber, man kann Flughäfen nicht mit Zügen verbinden. So war das, glaube ich, nicht. Okay. Brain Max versucht immer, den friedlichen Weg zu gehen in dem Spiel. Klingt vernünftig. Gut, ich wollte Flughäfen bauen. Aber ich wollte was anderes vorher machen. Ich habe schon fast wieder vergessen. Und ich wollte schauen, wie viele Soldaten wir haben. Hier. Also wir haben ein bisschen mehr, als wir beim letzten Mal geguckt haben, aber immer noch nicht ausreichend. Und nur 203 Einberufene. Das geht natürlich besser. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen, dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.